Hey Leute, dieser Fake-Aquamax hat richtig viel Ärger gemacht und den müssen wir uns erstmal kümmern. Den müssen wir jetzt das Handwerk legen. Ey, Stani! Alter, ist das dein Ernst, Timmy, oder was? Na klar, ich will meine Revanche gegen dich einfordern. Los! Und weißt du was? Wenn du gewinnst, kriegst du dieses krasse Auto, was ich auf der Straße gefunden habe. Und das hast du nicht geklaut, Timmy? Nein, das habe ich nicht geklaut. Das hat mir Cravis gegeben. Also vielleicht kannst du auch tun oder so dann. Du weißt schon, das ist ein ziemlich krasses und teures Auto, ne? Ja, das ist nämlich ein Konzeptcar, Bro. Oh, das wusste ich nicht. Aber was kriege ich eigentlich, wenn ich gewinne? Hä? Timmy, dann kannst du froh sein, dass du nicht einen auf den Deckel kriegst. Sag ich dir so, wie es ist, Mann. Du hast letzte Runde Hide and Seek verloren. Also hab dich mal nicht so. Also Hide and Seek oder was spielen wir? Hide and Seek und diesmal mit Fernmitteln, ja? Um das Auto. Ja, okay, dann würde ich sagen, dann machen wir das oben im Paleto Bay, ne? Okay, wir sehen uns. Gut, dann fahren wir jetzt dahin. Gut, Leute, Timmy will Hide and Seek, dann kriegt er Hide and Seek. Dann werden wir jetzt direkt mal dahin fahren. Und zwar, wie das Ganze funktioniert, werde ich euch gleich erklären, Freunde. Dann werden wir jetzt erstmal Timmy, bei dem habe ich ja schon auch bei ihm auf dem Kanal, haben wir das Ganze auch schon gemacht. Da habe ich ihn nämlich lockerflockig abgezogen. Und jetzt werde ich ihn nochmal abziehen und werde mir das teure Auto für Stani Performance holen, Leute. Nichts leichter als das, weil ich bin der Hide and Seek-Profi. So, Timmy, du warst ja gefragt, welches Auto ich setze. Und zwar, ich setze diesen Ferrari hier, Mann. Oh, der sieht richtig cool aus. Ey, den will ich unbedingt haben. Was ist das, ein 488 oder so? Ja, das ist ein Schmalspur-Ferrari. Mehr sage ich dazu nicht. So, Timmy, ich werde jetzt erstmal 4 Autos herliefern lassen und dann werde ich die Leute erklären, wie das funktioniert und dann geht's richtig ab hier. Dann werde ich dich nämlich abziehen ohne Probleme. Klar. Let's go. Boah, was sind das denn hier für Autos und die müssen wir jetzt alle verstecken oder was? Boah, das leuchtet ja richtig, Stani. Er leuchtet meins auch so? Warte mal. Deins leuchtet auch so, Leute. Boah, was ist das für ein geiler Audi, Junge? Das ist ja eine richtig geile Karre. Holy moly, Macaroni. Wow, das sind richtig seltene Autos. Cool. Und zwar, Freunde, wir müssen jetzt in die Autos reinsetzen und können jetzt im gesamten Paleto Bay verstecken. Und dafür haben wir die Rope Gun. Und zwar, guck mal, was ich mit der Rope Gun machen kann, Leute. Damit kann ich mich nämlich an Orte hinbewegen, wo man sonst eigentlich nicht hinkommt. Und gleichzeitig können wir halt die Autos dort verstecken mit der Rope Gun zusammen. Und wer am Ende mehr Autos von dem anderen gefunden hat und die Challenge gewinnt, hat gewonnen. Hast du das verstanden, Timmy? Na klar, ich habe das sowas von verstanden. Ja. Du wirst heute verlieren. So, das ist das erste Auto, was ich verstecke hier. Boah, Leute, das Auto sieht ja sowas von cool aus, Leute. Das ist ein Audi R8 hier mit Breitbau Liberty Walk Kit und hier schön Neon-Dingsfarbe. Das sieht sowas von nice aus. Freunde, so, guck mal, ich zeige euch jetzt noch, wie das geht. Wir können jetzt hier zum Beispiel, zack, guck mal, ich kann jetzt hier anvisieren. Dann mit der Rope Gun. Wo fährst du denn hin? Timmy, verfolgst du mich oder was? Nein, ich verfolge dich nicht, aber wir dürfen ja auch überall hingehen, richtig? Ja, aber wir dürfen nur dahin gehen, wo wir auch mit der Rope Gun hinkommen, ne? Oh, ja, natürlich, das ist einfach, alles gut. Wenn die draufkommen, yippie. Wie, was, Timmy, was machst du denn da? Na, warte mal. Oh nein, das funktioniert nicht. Nein, oh, der Truck ist zu groß. Leute, ich sag euch ehrlich, das ist eigentlich... Nee, das ist, glaube ich, nicht ganz nice hier. Ich muss noch mal... Boah, der Truck wird, glaube ich, echt schwer werden, ne? Ja, das ist mein erstes Auto, was ich hier verstecke. Darf man auch diese einen Farm da noch hingehen, die außerhalb von Paleto Bay ist ein bisschen? Nee, alles, was hier in Paleto Bay drin ist. Oh mein Gott, Leute, was habt ihr denn für ein krasses Versteck hier, bitte? Holy moly. So, Timmy Bimmy, ich habe schon mein erstes Auto versteckt. Wie, was? Ey, aus dem Weg. Oh Mann, das ich bin wirst, noch beim LKW. Und das wirst du, glaube ich, nicht finden. Nur mal so am Rande. Sehr schwierig sein, aber weißt du was? Ich werde nicht aufgeben. So, Leute, ich werde jetzt das nächste Auto verstecken. Let's go. So, Leute, ich werde, glaube ich, jetzt das schwerste Auto auch verstecken. Und oh nein, bei dem Auto kann man gar nicht die Rope Gun benutzen, weil das Auto einen Flammenwerfer hat. Ach, ey, das ist so unfair, ey. Bro, das ist wirklich sehr, sehr unfair, muss ich auch sagen. Aber das ist halt auch das... Das ist halt am schwierigsten zu verstecken, das Auto, Leute. Wo verstecken wir denn hier diesen Truck, Mann? Ey, ist auch beim Truck hier? Oh, ja, ich verstecke gerade auch den Truck, aber die Frage ist, wo ich den hinpacke. Ey, man kann den ja nicht mal mit der Rope Gun irgendwo hinmachen. Das ist das Ding, Mann. Hätte ich nämlich die Rope Gun schon ein super Versteck, aber so habe ich noch gar nichts, Mann. Oh, ey, verdammt. Ach, Timmy, was machst du denn da? Ich weiß nicht, was du meinst. Ich fahre hier eigentlich nur meine Schicht ab. Okay, Leute, wir müssen woanders hin. Mann, Timmy ist hier nicht, dass er sieht, dass wo wir das Auto verstecken. Der kommt ja da gar nicht klar mit dem Truck. Ey, wo bist du hin, Junge? Sag ich dir nicht. Oh, Leute, ich sag euch ehrlich, ich will jetzt auch nicht so viel Zeit verschwenden bei dem Truck, mich hier die Truck zu verstecken. Ja, ich glaube hier.
Der Truck, der wird eh gefunden, Leute. Das ist eh nichts Wichtiges. Deswegen, ich werde mich lieber auf andere Autos und dafür besser konzentrieren. Boah, das ist ein cooles Auto hier, Leute. Ich glaube, das kann man richtig gut verstecken. Holy moly, Macaroni, Timmy. Hier wirst du einige Probleme, glaube ich, haben. Weißt du, welches Auto ich als nächstes nehme? Den Krabbenburger. Den das wird lustig. Krabbenburger, ja. Der Krabbenburger ist auch ein cooles Auto. Ja, das stimmt allerdings. So, ich hab... Oh mein Gott, komm ich da hoch, Leute? Komm ich da hoch? Ja! Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott! Wichtig, wichtig, wichtig und richtig! Oh. Wie, willst du mit was sagen, dass du unfair wieder spielst, Stani? Nein, Timmy. Ich wollte nur sagen, dass ich hier schon das nächste Auto versteckt habe. Was? Oh nein. Bro, Timmy, ich habe jetzt schon zwei Autos versteckt. Checkst du das überhaupt? Ja, das ist richtig unfair. Ach, Timmy, ich bin doof. Ich habe schon drei Autos versteckt. Jetzt kommt mein viertes Auto. Ich hoffe... ach, du bist ja da noch. Hä, willst du da... Ja. Timmy, ist das dein Ernst? Ich wollte wenn denn... Hä, du wolltest da reinfahren. Wie unfair ist das denn? Also, das ist ja wirklich komisch, Timmy, dass du hier so unfair spielen willst und bei Ami in die Werkstatt reinfahren wolltest. Das stimmt gar nicht, Stani. Ich bin da gar nicht reingefahren. Außerdem bin ich ganz woanders jetzt. Du wirst mich eh nicht finden. Ja, ich werde das Auto bestimmt nicht finden von dir. Bestimmt nicht. Nein, wirst du nicht. Das wird bestimmt echt schwer zu finden sein, dein Auto. Ja, ganz bestimmt. Ja, und dann komme ich ja... Oh mein Gott, was ist das denn? Was ist das denn? Leute, was habe ich hier gemacht? Ey, Leute, was habe ich denn hier gemacht? Das ist ja voll das OP-Versteck. Als ob er das findet, Leute. Das ist ja... Ey, ich weiß gar nicht. Ey, das ist eigentlich zu krass, ne? Also, Stani, ich will ja nichts sagen, nicht? Aber ich habe jetzt mein zweites Auto schon versteckt, bin jetzt beim dritten und, naja, ich glaube, ich habe da was Gelbes gesehen, aber ich sag nicht, wo. Weil du hast letztes Mal genau die gleichen Filme gemacht. Wie? Was Gelbes hast du gesehen? Ja, ich sag dir aber nicht welches. Das heißt, du kannst nicht einfach ein Auto irgendwo umparken. Timmy, ich wollte dir nur sagen, ich habe alle Autos versteckt, du Loser. Wie, du hast alle Autos versteckt? Ich habe alle Autos versteckt, Junge. Du musst dich beeilen, du hast nur noch eine Minute Zeit. Ja, okay, ich beeile mich. Oh Mann, ey, wie du so schnell bist, Mann. Ey, was soll denn das? Das ist nämlich das Gute, Leute. Wenn man nämlich seine Autos schnell versteckt, dann muss der andere schnell nachziehen. Ansonsten ist die Zeit schnell vorbei und dann kann das nicht mehr so viel Zeit zu verstecken. Hier stehen schon die Motorräder bereit, der Countdown läuft. Ja, ich komm sofort. Und so wie ich das hier sehe, hast du immer noch ein Auto zu verstecken. Ja, aber weißt du was? Das wird gar kein Problem sein, denn ich werde jetzt super schnell verstecken mit diesen Leuchtautos. Ah, vielleicht fahre ich dir jetzt auch hinterher. Nein, ich bin viel schneller. Tschüss. Ja, nee, dürfen wir natürlich nicht, Leute. Ich warte jetzt hier noch kurz auf Timmy. Du hast noch 30 Sekunden Zeit, Timmy. Dann ist die Zeit vorbei. Dann heißt es suchen. Gut. So, Stani, na, also ich weiß ja nicht, wie es dir geht, aber ich habe eigentlich alle Autos versteckt und du? Hey, hier, den kriegst du von mir. Ich habe alle Autos auch versteckt, Timmy. Und das heißt jetzt, wer die Autos zuerst alle gefunden hat, kriegt einen Matchpoint. Hast du mich verstanden? Ja, das schaffe ich easy. Denn los geht's. Ich werde mich schon mal auf die Suche begeben. So, und Timmy, soll ich dir mal was sagen? Guck mal, was ist soll hier? Soll ich dir mal was Guck sagen? Guck mal, Timmy, hast du hier zufällig das Burger-Auto versteckt? Nee, habe ich gar nicht. Doch, ich hast du? Ich habe nochmal umgefahren. Nein. Ja, klar, ich bin doch nicht doof, Stani. Nein. Aber soll ich dir mal was sagen, Stani? Ich habe da gerade mein Auto versteckt, ne? Ja. Und dann bin ich ja hier so reingefahren und dann ist hier dein Burger-Auto. Ja, okay. Ich habe dein Auto gefunden. Ja, das Burger-Auto war doch voll reingebackt, Timmy. Ja, okay. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was ist denn, Stani? Bro! Ich habe zufällig auch dein Burger-Auto gefunden. Was? Wo hast du den gefunden? Ey, sag das schnell. Das ist ja auf dem Dach gewesen. Nein, verdammt. Easy, Freunde, let's go. So, das erste Auto habe ich jetzt schon hingebracht hier. Das wusste ich doch, dass du das in der Nähe versteckst. Was ist, Stani, ich will, dass du zu mir kommst. Los, komm sofort zu mir. Warte, ich komm zu dir. Stani, ich will ja wirklich, wirklich nichts sagen. Ne? Und ich schätze dich ja als Freund wirklich sehr. Aber was soll denn das da oben? Ey, wie hast du das denn gesehen, Alter? Ich bin sofort hier hingefahren und dachte so, was glänzt denn da oben? Ja, gut, okay. Timmy, hast zwei gefunden. Ich habe auch schon ein Burgermobil gefunden.
Und weißt du, was ich jetzt suchen werde? Jetzt werde ich deinen Truck suchen, weil ich glaube, deinen Truck zu finden, der wird relativ einfach. Das ist, glaube ich, bestimmt richtig einfach. Hast du ihn etwa bei den Schienen oder so hingetan? Ach, Timmy, Junge. Timmy. Dein Truck war ja wirklich wie Dullis versteckt. Nein. Bitte sag mir nicht, dass du ihn schon gefunden hast, ey. Timmy, das ist ja hier wirklich... ich wollte mich nicht mit dem aufhalten. Der Truck ist unmöglich zu verstecken. Ja, ich wollte mich mit dem auch nicht aufhalten. Aber dass du die so schlecht versteckt hast, hätte ich jetzt auch nicht gedacht. So, nächstes Auto von Timmy gefunden. So, Timmy, ich habe jetzt hier schon von dir 2 Autos. Du hast auch bereits schon 2 gefunden. Nicht schlecht. 2-2. Du musst mir einen Tipp geben. Los, gib mir einen Tipp. Ist es im Interieur oder ist es weiter oben? Ja, natürlich. Ich habe den in Interieur versteckt. Also, ich habe den in ein Gebäude versteckt. Nee, ich meine allgemein die Autos. Der Truck das ist mir egal. Das sage ich dir nicht. Okay, ich gebe dir einen Tipp. Ich habe die allgemein draußen versteckt. Ah, okay, das ist schon mal sehr gut. Okay, und dann kann ich dir auch einen Tipp geben, die sind in Palito Bay. Ist das dein Ernst, Timmy? Ich weiß jetzt nicht, was du meinst, nicht? Sag mir jetzt einen Tipp, Timmy, Alter. Ich sag dir einen Tipp und wie viele Autos hast du von mir gefunden? 2, ich hab 2, richtig? Ja. Okay, das heißt, eins kann ich dir sagen, das eine ist, weil das echt ein schwieriges Versteck ist. Das ist am Anfang, wo wir uns auch versteckt, wo wir angefangen haben, genau. Da, direkt wo wir angefangen haben, hast du ein Auto versteckt. Da musst du in eine bestimmte Richtung gehen und dann wirst du es finden. Bei Ami in der Werkstatt oder was? Ich weiß nicht, was du meinst. Leute, hat der wirklich das Auto bei Ami in der Werkstatt versteckt? Das wäre schon wirklich frech, weil bei Amis Werkstatt gibt es nämlich einen Geheimgang, Leute, den ich aber schon kenne. Oh nein, verdammt, ey. Nein, das kann nicht sein. Timmy, kennst du den Geheimgang schon von Amir? Nee, wie geht der? Ja, der ist nämlich hier unten, zack. Oha, ist er gefährlich. Guck mal, hier hinter, Leute, hier hinter, zack. Oh, die müssen ein bisschen Tricksitze machen, glaube ich. Amir, seine Werkstatt ist wirklich sehr, sehr geheim. Ich glaube, Amirs Werkstatt ist auch besser als Stani Performance. Wie bist du denn da oben hingekommen, Alter, Timmy? Was hast du gefunden? Wie hast du das Auto da bei Amirs Werkstatt da oben hinbekommen, Alter? Mann, ich hab's mit der Rope Gun da reingetan. Och, Mann, Timmy, ich hab's gefunden. Verdammt. Als ob du jetzt schon das nächste Auto von mir gefunden hast. Verdammt. Sag, das zweite Auto von Timmy gefunden. Dritte Auto sogar. Jetzt fehlt nur noch ein Auto, Timmy. Ein Auto bei mir, dem noch. Also hast du noch nicht mal meinen Truck gefunden? Nein, ich finde den nicht. Ey, Leute, Timmy ist sowas von dulli-mäßig, dass er noch nicht mal meinen Truck findet. Aber ich muss sagen, Amis Werkstatt ist schon echt geil gemacht, hier mit den ganzen Geheimgängen und so. Das müssten wir bei Stani Performance eigentlich auch mal einbauen, so eine Geheimgänge, Leute. Ich glaube, das wär's, oder? So, jetzt sind wir wieder hier in der Stadt unterwegs und müssen die Autos suchen. Ich sag dir ehrlich, Stani, du musst mir einen Tipp geben mit dem Truck. Ich finde den nicht. Ey, Bro, willst du mich verarschen? Ich habe meinen Truck schon selber dreimal gefunden. Also, okay, dann musst du mir aber auch noch einen Tipp geben. Ja, das Problem ist, beim letzten Auto weiß ich nicht mehr, wo ich es hingetan habe. Warte mal, musst du noch ein Auto vor mir finden, oder? Ja. Okay, ja, dann doch, dann weiß ich, wo es ist. Das ist das Leuchteauto. Ja. Das ist auf jeden Fall in der Mitte von Palito Bay. Ja, mein Truck ist auch in der Mitte von Palito Bay. In der Mitte von Palito Bay, okay, also bei der Innenstadt hier. Ja, ey, was machst du da, Stani? Ja, ich bin hingefallen. Vielleicht ist dein Truck hier irgendwo. Vielleicht. Oh mein Gott, ich hab ihn gefunden! Yeah. Was? Okay, warte mal, dann steht's jetzt wie viel? 3-3? Ja, dann muss ja dein Auto aber hier auch irgendwo sein. Ja, ich sag's mal so. Aua, ich falle auch vom Dings runter, Manno. Warte mal, ich gehe so hier am besten mit der Rope Gun hoch, Leute, das ist am besten. Zack. Hey, Mann, das kann doch nicht sein. Welches Auto muss ich von dir finden? Den R8 oder was? Das Leuchtauto? Ja, den Leuchtauto musst du noch finden. Okay, was? Ist deins auf dem Dach oder ist deins nicht auf dem Dach? Nein, meins ist nicht auf dem Dach. Und deins? R8 auf dem Dach, Leute, ich weiß gar nicht mehr. Oha, ey, du spielst unfair wieder. Ich hab's gewusst, ey. Ey, ich hab dir gerade einen echt guten Tipp gegeben, Timmy, Junge. Du hast gesagt, das ist in der Mitte und du weißt nicht, ob es auf dem Dach ist oder nicht. Was ist das für ein guter Tipp, Mann? Ist deins auf einer Werkstatt, auf einer Baustelle?
Nein, definitiv nicht deins. Nein. So, Timmy, ich glaub nämlich, dass ja? du den Was Burger denn? Vielleicht das letzte Auto. Oh, ich wusste das doch. Was ist denn, Stani? Ach, Timmy, ich hab dein Auto gefunden. Ja, dann gib mir aber auch einen letzten Tipp, ey. Das kann nicht sein, dass ich wieder leer ausgehe hier. Och, Mann, ey. Timmy, ja. Meins ist auf dem Dach, das letzte. Ich habe eigentlich alle Dächer abgefahren, das kann doch nicht sein. Timmy, du hast nur noch eine Minute Zeit und der Matchpoint geht an mich ja, schon mal. Okay. Wow, ich fliege hier rüber und... Ah, nein, ey. Ich bin mit dem Motorrad so, habe ich mich getoggelt mit der Rope Gun und bin einfach hochgeflogen und dann bin ich über ein Gebäude geflogen und habe deine 8 gesehen. Nein, oh, mein ja, der Gott. Kommt schnell her, Timmy. Yippie. Aber das Ding ist, oh, ich bin der Gewinner, ne? Das weißt ja, du. Das stimmt. Du und du weißt, dass es jetzt noch ein Sumo-Battle gibt. Oh Mann. Nein, und ich nein, darf nein, das verdammt. Auto von mir auswählen und muss dein Auto auswählen. Ja, das stimmt, ey. Verdammt. Timmy, und du kannst den Burgerwagen nehmen. Ah, du willst wirklich, dass ich jetzt Sumo-Battle gehe mit einem Burger-Auto? Ja, du machst das mit dem Burger-Auto und ich mit dem großen Truck. Ja, okay, dann mache ich halt den Burger. So, Leute, und jetzt entscheidet sich, wer gewinnt. Und zwar mit dem Sumo-Battle. Timmy, komm mit auf dem Flugzeugfrachter, Abfahrt. So, Timmy, ich bin schon mal da. Leute, wie wird das Ganze jetzt funktionieren? Und zwar ich und Timmy müssen probieren, den anderen hier runterzuschubsen. Und wenn ich jetzt schaffe, Timmy hier runterzuschubsen, habe ich Timmys Auto gefunden für Stani Performance. Haha. Ey, das wird richtig einfach. Sag dir ehrlich, Stani, du hast es so einfach haben. Du kannst sogar Feuer spucken. Oh Mann, ja. Ey. So, Timmy, bist du bereit? Ich bin bereit. 3, 2, 1, let's go! Oh, Freunde, ey, da habe ich noch gar keine Chance. Boah, du wolltest mich austricksen, Timmy. Na klar, das ist die einzige Möglichkeit, die ich habe. Wow! Nimm das, Junge! Mann, ich habe keine Chance so. Außerdem, ey, du machst mein Auto kaputt. Verdammt, ja! Nein, wir müssen hier weg. Nein, 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 nein. Ey, wir müssen eine andere Timmy, Taktik ich werde dich so kriegen, Junge. Oh! Upsi. Oh, je, oh, je, oh, je. So, komm doch, Timmy. Greif mich an. Bro, du hast ja gar keine Chance, Junge. Ja, aber du auch nicht, weil ich bin super flink. Ja, das stimmt. Du bist schon ein bisschen flinker wie ich. Aber Bro, so wirst du mich auch nie runterschaffen zu kicken. Guck mal hier, du kannst ja gar nichts gegen mich machen, Timmy. Nein, das bringt wirklich nichts. Oh, ich muss hier weg. Nein, 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 ja. Nein, du machst alles kaputt. Verdammt, nein. Deine los, Gurken fangen an zu brennen, Junge. Ja, das fängt schon richtig an zu brennen. Oh, Timmy, jetzt habe ich dich. Jetzt habe ich dich, Timmy. Wirklich? Oh, nein. Nein! Ich glaube, ich habe dich. Ja, Timmy, was willst du jetzt machen? Ich glaube, das bringt nichts. Nein. Was willst du jetzt machen, Timmy? Hä? Können wir auch reden, Stani, bitte? Wir reden. Über was denn? Nein, tschüss, Timmy, Junge. Das war's gewesen. Stani hat gewonnen. Ein neues Auto für Stani Performance. Leute, checkt Timmy ab. Lasst ein Like und ein Abo. Das war's gewesen. Tschüss.